Ja, Streiflichter der Prophetie zur Klärung von Missverständnissen, das hört sich vielleicht ein bisschen hochtrabend an, ist es aber im Grunde genommen nicht. Wir wollen schlicht und einfach mal so diesen Text jetzt weiter durchgehen, Kapitel 10 bis 12, und einfach versuchen, was ist da zuerst mal gemeint. Man kann das ja alles dann auch auf Gemeinde Jesu anwenden, das tun wir auch. Aber was ist zuerst gemeint? Und dann werden vielleicht manche Missverständnisse auch ausgeräumt. Darum geht es mir. Aber wir müssen noch weitermachen mit Kapitel 9. Wir werden heute nicht alles schaffen. Das machen wir dann das nächste Mal weiter. Das ist ja nicht so tragisch. Und ich beginne jetzt nochmal mit Vers 32 bis 34. Matthäus 9, 32 bis 34. Als sie aber weggingen, siehe, da brachten sie einen stummen Menschen zu ihm, der besessen war. Und als der Dämon ausgetrieben war, redete der Stumme. Und die Volksmengen verwunderten sich und sprachen, niemals wurde so etwas in Israel gesehen. Die Pharisäer aber sagten, durch den Fürsten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Vor längerer Zeit habe ich mal das Buch gelesen, Pardon, ich bin Christ, von C.S. Lewis. Dieser Mann war seinerzeit Engländer. Er war ja Schriftsteller, Literaturwissenschaftler, auch Philosoph. Er hatte einen Lehrstuhl an der Universität von Oxford und in dem besagten Buch schrieb Lewis ziemlich beeindruckend, würde ich sagen, was ist das Besondere an Jesus? Vor 2000 Jahren tauchte unter den Juden plötzlich ein Mensch auf, der so spricht, als wäre er Gott. Er behauptet, Sünden vergeben zu können. Er sagt, er sei von Ewigkeit an gewesen. Er sagt, er werde am Ende der Zeit kommen, um die Welt zu richten. Überlegen wir uns, was das heißt. Diese Behauptung ist so ungeheuerlich, dass sie komisch wirken müsste, käme sie nicht von Gott selbst. Was sollen wir mit einem Menschen anfangen, der verkündet, er vergebe allen, die anderen Leuten auf die Füße treten und andere Leute Geld stehlen? Eselsdumme Albernheit wäre noch die zarteste Umschreibung für ein derartiges Verhalten. Und doch hat Jesus eben genau dies getan. Er sagte zu den Menschen, ihre Sünden seien ihnen vergeben, ohne erst alle anderen zu fragen, denen sie mit ihren Sünden Unrecht getan haben. Ein Mensch, der solche Dinge, wie Jesus sagt, wäre kein großer Morallehrer, er wäre entweder ein Irrer oder der Satan in Person. Wir müssen uns deshalb entscheiden. Entweder war dieser Mensch Gottes Sohn oder er war ein Narr oder schlimmer. Man kann ihn als Geisteskranken einsperren, man kann ihn verachten oder als Dämon töten, aber man kann ihm zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber man kann ihn nicht mit gönnerhafter Herablassung als einen großen Lehrer der Menschheit bezeichnen. Das war nie seine Absicht. Diese Möglichkeit hat er uns nicht offen gelassen. Jesus ist der oder ist das, was er von sich behauptete? Gott in Menschengestalt. Warum habe ich das vorgelesen? Genau das, was Lewis hier beschreibt, geschah von Seiten der Pharisäer. Sie wollten Jesus nicht akzeptieren als das, was er ist. Und darum verleugneten sie ihn und sie stellten ihn tatsächlich, wie Lewis hier auch beschreibt, da stellen sie ihn dar als einen Dämon. Müssen wir uns mal vorstellen, den Heiland, Gott in Person, als einen Dämon.
Es war ja unwahrscheinlich, was hier passiert ist. Der Mensch, der befreit wurde von Jesus, er war taub, stumm. Und er wurde von Jesus geheilt. Er war zudem besessen. Arnold Fruchtenbaum hat mal erklärt, dass es als ein ganz besonderes messianisches Wunder galt, wenn ein besessener, zudem taub, stummer Mensch geheilt wird. Das war ein messianisches Zeichen, das wussten die Rabbiner. Ich habe gelesen, dass in der rabbinischen Theologie erwartete Israel folgende drei konkrete Wunder, die den Messias als Messias ausweisen. Wenn diese drei Wunder miteinander geschehen, in dem Leben einer Person, dann muss das der Messias sein. Das erste war die Heilung von Aussätzigen. Das hat Jesus mehrfach getan. Das zweite war Auferweckung von Toten. Das hat Jesus auch des Öfteren gemacht. Und das dritte war Dämonenaustreibung bei einem Stummen. Auch Pharisäer haben hier und da Dämonen ausgetrieben, aber das Ritual war immer, man muss mit dem Dämon sprechen. Bei einem Taubstummen war das schwierig. Und so hatte Jesus die Macht, diesen taubstummen besessenen Mann zu befreien, mit einer Handbewegung oder mit einem Satz, und der Mann konnte reden. Und da war natürlich die Reaktion des jüdischen Volkes glasklar. Die wussten ja darum, dass wenn der Messias kommt, er diese außerordentlichen Wunder geschehen lassen würde. Und darum sagen die natürlich sofort, als sie das sehen, sagen die, niemals wurde so etwas in Israel gesehen. Also die haben das erkannt. Halt, hier passiert etwas Außerordentliches. Und als der Herr später ein ähnliches Wunder tat, reagiert das Volk wieder. Wir lesen dann in Matthäus Kapitel 12, Vers 22 und 23, dann wurde ein Besessener zu ihm gebracht, jetzt hören Sie mal, blind und stumm. Und er heilte ihn, so dass der Stumme redete und sah. Und alle die Volksmengen erstaunten und sprachen, dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids. Merken Sie? Die reagieren und erkennen, das ist ja wohl der Messias. So war er angekündigt als Sohn Davids, der Messias aus dem Hause David. Die Pharisäer konnten das eigentlich nur bejahen. Es war ein außerordentliches Wunder geschehen, ein messianisches Wunder, ein messianisches Zeichen. Aber sie wollten das ja nicht wahrhaben. Und jetzt müssen sie sich was überlegen, wie können wir uns rechtfertigen, um ihn abzulehnen. Und da sagen sie, er treibt die Dämonen aus durch den Obersten der Dämonen. Also schlimmer geht's nimmer. Dasselbe tun sie, nachdem dieser Blinde und Stumme in Matthäus 12, das haben wir gerade gelesen, geheilt wurde. Da heißt es auch, und die Israeliten reagieren, dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids. Da machen sie das noch einmal. Die Pharisäer aber sagten, als sie es hörten, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch den Beelzebub, den Fürsten der Dämonen. Missverständnisse, wir werden später, heute nicht mehr, aber vielleicht einen anderen Sonntag mal, nochmal darauf zurückkommen, wenn wir dann Matthäus Kapitel 12 angehen.
Aber das eine möchte ich jetzt schon sagen, da gibt es nämlich auch viele Missverständnisse. Bei der Sünde gegen den Heiligen Geist, die hier begangen wurde, handelt es sich um eine nationale Sünde, nicht um eine individuelle Sünde. Darum spricht Jesus nachher, wenn er sagt, die Sünde gegen den Heiligen Geist kann nicht vergeben werden. Das spricht er dann in dem Zusammenhang dieser Generation beziehungsweise dieses Geschlecht. Ja? Also das Geschlecht beziehungsweise die Generation, die damals zur Zeit Jesu lebte und ihn in der Weise ablehnte, wie die Pharisäer es getan haben, ihn als Dämon bezichtigt, das war die Sünde des Heiligen Geistes, die dieses Volk damals begangen hat. Und tatsächlich ist diese Generation um 70 nach Christus sang- und klanglos untergegangen. Kann man fast sagen, ja? Fast untergegangen. Tatsächlich. Aber natürlich, es ist tragisch, es gibt auch heute Menschen, die sind sehr hart, sehr ablehnend. Aber jeder Mensch, wir wissen von Satans Dienern, von schlimmsten Okkultisten, Spiritisten, man weiß sogar von wirklich schlimmen Nationalsozialisten damals, die sich bekehrt haben. Die haben vorher Christus abgelehnt und gespottet. Oder denken wir an den Apostel Paulus, der von sich selber sagt, ich habe die Menschen gezwungen, unter Folter gezwungen, den Namen Jesu zu lästern. Und der Mann findet zum Glauben. Also wir sehen ja dieses Missverständnis, weil es gibt da die Angst unter Christen, die sagen, Mensch, ich habe das selber mal erlebt, in jungen Jahren, dann sind wir in eine pfingstlich-charismatische Richtung hineingerutscht und dann sollten wir auch in Zungen reden und so und das hat alles nicht so geklappt. Und dann, und meine Frau war nüchterner als ich, die hat immer gesagt, ja, das ist alles, Norbert, hör auf du, ja, ging das, ja. Und dann hat man uns gewarnt, ja, wenn ihr das ablehnt und wenn ihr da müsst ihr aufpassen, das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist und dann kann euch das nicht vergeben. Ja, da hatte ich aber Angst in der Hose. Ja? Bis man dann wirklich aufgeklärt wurde von Brüdern. Und dann konnte man das tatsächlich ablegen und da wurde man eigentlich nur frei. Nicht die Sünde gegen den Heiligen Geist. Ja? Aber hartnäckig sein, stolz sein, Jesus ablehnen, das ist natürlich, und wenn man dann darüber stirbt, ja, dann geht man unvergeben in die Ewigkeit. Deshalb sollte man das tun, solange man lebt. Aber was mich auch noch bewegt hat oder mir in die Gedanken kam, war auch das Verleumden. Diese Pharisäer damals, die haben ja mit Jesus zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht geredet. Die haben über ihn geredet. Später reden sie mit ihm. Aber zuerst haben sie ihn, und das gehörte laut Fruchtenbaum, gehörte das zu dem Ritual oder zur Prüfung, den Messias zu erkennen, wenn außerordentliche Wunder passiert. Dann müssen aus Jerusalem Leute kommen und müssen schweigsam, sie dürfen nicht reden, müssen die den Messias, der sich ausgibt als Messias, beobachten und dann nach Jerusalem Nachricht senden. Das haben die offensichtlich hier getan. Sie haben Jesus beobachtet. Sie haben nicht oder weniger mit ihm geredet, als vielmehr über ihn geredet. Und da haben sie ihn verleugnet. Und da dachte ich mir, ja, das ist heute nicht so viel anders, oder? Wie schnell und wie gerne reden wir über andere? Oder wir reden das weiter, was wir gehört haben. Und dann tun wir vielleicht noch ein bisschen hinzu, unbewusst. Oder wenn einer anfängt zu reden über jemand anderes und dann noch negativ, oh, dann kommen einem ja auch noch Gedanken dazu. Und dann gibt man noch einen drauf und noch einen drauf, ja? Und so wird das immer schlimmer und immer schlimmer. Und das sollte unter Christen nicht so sein. Kennen Sie die Geschichte von den drei Sieben?
Da kam ein Mann zu einem Weisen gelaufen und er sagt ihm: Hör, das muss ich dir erzählen, wie dein Freund, stopp, sagt der Weise, stopp. Wieso stopp? Ja, ich möchte dich erstmal fragen, hast du schon die 3 Siebe benutzt? 3 Siebe? Was für 3 Siebe? Ja, das erste ist das Sieb der Wahrheit. Hast du das, was du gehört hast, durch das Sieb der Wahrheit laufen lassen? Das bedeutet mit anderen Worten, ist das, was du mir jetzt sagst, wirklich wahr? Hast du das geprüft? Nee, geprüft nicht, aber mir hat das jemand erzählt. Ja, dann warte. Also wenn du das nicht durch das Sieb der Wahrheit hast laufen lassen, dann vielleicht durch das Sieb der Güte. Das ist das zweite Sieb. Hast du das Sieb der Güte benutzt? Ist das, was du jetzt mir über diesen Mann erzählen willst, ist das gut? Ist das auferbauend? Ist das hilfreich? Nee, das nicht, im Gegenteil. Aber ja, dann machen wir weiter. Dann hast du vielleicht das dritte Sieb benutzt, nämlich das Sieb der Notwendigkeit. Ist das notwendig, dass du mir das erzählst und dass ich es weiter erzähle? Bringt das Frucht? Hilft das? Ist das von Nutzen? Und er sagte, nee, das habe ich auch nicht gemacht. Und er sagte, siehst du, wenn du diese 3 Siebe nicht benutzt hast, dann begraben wir das jetzt ganz einfach. Und du gehst deines Weges und ich gehe meines Weges. Verleumdung. Das war ja ein gutes Wort, was du gelesen hast aus Römer 12. Es geht ja auch in die Richtung. Ja? Gehen wir einen Schritt weiter. Da gibt es nämlich auch Missverständnisse. Es ging bei den Wundern Jesu, worum ging es da überhaupt? Es ging bei den Wundern Jesu um messianisches Reich. Das macht der nächste Vers deutlich. Matthäus 9, Vers 35. Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, jetzt wollen wir genau lesen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Ich glaube, es war vor 2 Wochen oder 3 Wochen war Dr. Roger Liebe hier und hat verkündigt, da hat er gesagt, ja, wir müssen manchmal die Bibel, hat er uns aufgerufen, und hat gesagt, ja, das stimmt, das möchte ich auch noch viel besser lernen, die Bibel ganz genau lesen. Nicht immer nur so oberflächlich, so drüber weg, sondern wirklich auch, kann man auch machen, so in einem Rutsch mal die Bibel wie einen Roman durchlesen, das ist gut. Da weiß man wieder so den Inhalt und so, die Zusammenhänge, aber dann nehmen Sie sich mal länger Zeit. Länger Zeit und dann mal ganz genau lesen. So wie ein bisschen wie im Studium oder mit Anmerkungen und Randbemerkungen und so weiter und so fort. Das Evangelium vom Reich, was ist das eigentlich zunächst einmal? Das Evangelium vom Reich ist, das Jesus verkündigt hat, das ist oder das knüpft an, muss man besser so sagen, das knüpft an die alttestamentliche Prophetie über das messianische Reich. Das ist das Evangelium des Reiches. Ja? Zacharja Kapitel 14, Vers 9 zum Beispiel, sagte mir jetzt auch jemand, das Zacharja-Buch, das lässt sich lesen wie ein Roman. Das ist ja so spannend. Ist es auch, wirklich. Und gerade auch die letzten Kapitel, Zacharja 14, 9, ach, wenn das doch nur schon bald wahr würde. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr einer sein und sein Name einer. Das ist die Verkündigung von Jesus als dem König in seinem Reich über die Erde. Psalm 2, Vers 6. Habe ich doch meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Und darum sagen ja auch die Weisen aus dem Morgenland, als Jesus geboren wurde, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen.
Die wussten um dieses Reich, die wussten um das Kommen des messianischen Königs, des Gesalbten. Und in Bezug des messianischen Reiches gehörten immer Zeichen und Wunder. Damals, als Jesus das bei seinem ersten Kommen anbot, tut Buße, ja, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und später wieder, wenn wir die Offenbarungszeit haben und wenn der Herr Jesus dabei ist, wieder zu kommen in großer Kraft und Herrlichkeit, dann werden auch wieder Zeichen und Wunder passieren. Negativ und positiv. In der Zwischenzeit nicht. Nicht. Die Zeichen und Wunder gehörten jetzt, ist der König da, der auf dieser Erde regiert. Jetzt kommt Heil, jetzt werden die Dämonen ausgetrieben. Jetzt gibt es Befreiung und so weiter und so fort. Und darum tat Jesus viele Wunder und das zeichnete ihn aus als den Messias. Und nachher auch seine Apostel, die dieses Reich ja zunächst erst einmal auch noch verkündigten. Später wurde es dann anders. Wir wissen natürlich, liebe Geschwister, Gott ist der souveräne, allmächtige Gott und er kann jederzeit alles tun. Auch heute noch, ja. Wir sagen ja auch, oder steht im Neuen Testament, betet füreinander, dass ihr heil werdet oder, ja, dass ihr gesund werdet und so weiter. Sicher, das tun wir und das wollen wir auch glauben. Aber wir sehen und erleben doch, dass in diesem Gemeindezeitalter, in dem wir heute leben, das nicht gang und gäbe ist. Ja, dass wir da ganz schnell mal eben was sagen und beten und wupp, 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 der Blinde wird sehend und Stummer redet und so weiter und Dämonen werden ausgetrieben und die das machen, da können sie alle vergessen. Wenn es geprüft wird. Ich weiß von einem Institut in den Vereinigten Staaten, die haben von einem Wunderheiler, einem charismatischen Wunderheiler, dem sind die nachgegangen wissenschaftlich und haben das geprüft und die haben festgestellt, nicht ein Wunder ist real passiert. Alles nur Schau. Alles nur Schau. Wobei Gott kann, ja? Und wir sind aufgerufen, auch wenn ist jemand krank, so rufe er die Ältesten. Aber wir wissen auch, das Gemeindezeitalter, in dem wir heute leben, da geht es mehr um unsichtbare Wunder. Dass Herzen verändert werden, dass man von Neuem geboren wird. Erlösung, Vergebung, Versöhnung, himmlische Verheißungen. Weniger irdische Verheißungen, als vielmehr himmlische Verheißungen. Da im Himmel, da wartet der Lohn. Da werden die Tränen abgewischt und so weiter und so fort. Hier ist das noch anders, oder? Aber die berufen sich dann auf solche Stellen. Guck mal, hat Jesus auch gemacht, haben seine Apostel gemacht, also können wir das auch. Und dann wird aufgerufen zu Heilungsversammlungen und was wirklich passiert? Emotionale Dinge. Aber ich sagte, nach dem Gemeindezeitalter dann, wenn das abgeschlossen ist, tritt das messianische Reich erneut in den Fokus und dann wird es wieder Zeichen und Wunder geben bis in das messianische Reich hinein. Aber auch teuflische Kopien, Verführungen. Jesus hat das gesagt. Er hat gesagt in Matthäus 24, und da geht es ja um seine Wiederkunft. Die Frage der Jünger war ja, was ist das Zeichen des Endes und deiner Wiederkunft? Das war die Frage. Und in Matthäus 24 gibt Jesus darauf Antwort. Ja? Also nicht im Gemeindezeitalter, sondern er macht eine Brücke bis in die letzte Zeit, kurz vor seiner Wiederkunft. Da passiert das wieder. Denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun. Die werden dann wirklich Wunder tun. Was die heute tun, das ist, glauben Sie es mir, also ich will vorsichtig sein, fast alles nur Show. Fast alles nur Show. Wie emotionale Gemüter werden da erweckt, ja? Aber dann werden wirklich Zeichen und Wunder passieren, da wird ja sogar Feuer vom Himmel fallen. Oder denken wir an die zwei Zeugen dann Offenbarung, die dann im Positiven Wunder tun. Um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. So
wahrhaftige Zeichen und Wunder werden dann passieren, dass dann die auserwählten Juden und andere aus den Nationen nach dem Gemeindezeitalter in Gefahr stehen, verführt zu werden. Es gehört also in diese Zeit und in die damalige Zeit, in das messianische Reich. Aber wenn wir das jetzt mal, Vers 35, anwenden auf unsere Zeit, und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Da habe ich mir gedacht, als ich darüber Gedanken machte, habe ich mir gedacht, so ist Gott. So ist Gott. Das dürfen wir jetzt für uns nehmen. Wollen wir wissen, wie Gott ist? Wir hatten am vergangenen Donnerstag Gebetsstunde und da kamen wir zu dem Vers 1. Johannes 5, Vers 20. Da heißt es unter anderem, dass Jesus Christus uns das Verständnis über Gott gebracht hat. 1. Johannes 5, Vers 20. Jesus hat uns das Verständnis über Gott gebracht. Oder es heißt in Kolosser 1, 15, das Bild des unsichtbaren Gottes ist Jesus Christus. Ja? Also in dem Wesen Jesu sehen wir, wer Gott ist. Viele Menschen wollen das wissen. Wie ist Gott? Ich lese da immer und ich höre da immer diese vielen Ungerechtigkeiten und der züchtigt einen ja immer nur und straft und Gericht vom Himmel und er macht alles kaputt und das ist ja eher ein böser Gott oder ein strenger Gott oder was weiß ich da auf seinem Thron mit seinem Zepter und hier ein Blitz und da ein Donner, ja? Guckt euch euren Gott an und dann werde ich stille und dann sage ich mir, ja, ja, ich will wissen, wie ist Gott? Gott, wie bist du? Und dann schaue ich auf Jesus und dann sehe ich, wie Gott ist. Er verkündigte das Evangelium des Reiches, er heilte, er machte gesund, er half, er ist jedem begegnet, er hat niemanden abgelehnt, er hat alle aufgerichtet, er hat sie gespeist, er hat sie nicht so nach Hause geschickt, nachdem er das Evangelium verkündigt hat. Wie hat Jesus gelebt? Was hat er gesagt? Wie hat er geliebt? Wie ist er den Menschen begegnet? Welches Herzensanliegen hatte er? Worum ging es ihm? Was hat er für uns getan? Was hat er für uns getan? Unter dem Titel »Eine völlig verrückte Geschichte« habe ich dieser Tage gelesen, in Jesus geht Gott auf die Suche nach den Menschen, macht Gott sich klein wie ein Kind und gibt sich in die Hände von Menschen, um Menschen für seine Liebe zu gewinnen. So ist Gott. Da soll noch mal einer sagen, dieser Gott sei böse. Wenn ich Jesus sehe und Jesus das Bild Gottes ist, er hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Gott ist das, was wir in Jesus sehen. Weil Gott selbst ist unsichtbar, ist Geist. Und der nächste Vers auch, das geht dann weiter, schlicht und einfach. Vers 36 bis 38. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie. So ist Gott. Weil sie erschöpft und hingestreckt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Sieh, bitte, deine Not ist Gott doch nicht egal. Deine Angst oder vielleicht deine heimlichen Tränen oder deine Sorgen und Bekümmernisse, die bewegen ihn doch. Auch wenn du ihn nicht hörst
Und was will er dann tun? Er will dann uns bewegen, Brüder und Schwestern bewegen, wie wir in einem Lied gesungen haben. Um Augen zu haben für die, denen es nicht so gut geht. Einer trage des anderen Last. Um sie zu ermutigen, um für sie zu beten, um ihnen mal irgendwie was Gutes zu tun. Und wenn es nur ein SMS ist, das man schickt. Oder dergleichen mehr. Oder zum Kaffee einladen. Gott weiß es doch. Wie mag Jesus auf die Menschenmenge geschaut haben, wenn wir das so lesen, ja? Als er aber die Volksmenge sah, da wurde er innerlich bewegt über sie. Er sieht doch auch deinen Erschöpfungszustand. Er weiß, dass du erschöpft bist, dass du hingestreckt bist, dass du dir vorkommst wie jemand, der keinen Hirten mehr hat, allein und verlassen. Er sieht es, er weiß es und glauben Sie es, er ist bewegt. Darüber ist er bewegt. Und er wird dir helfen. Vielleicht anders, als du es glaubst. Und noch einmal, er will uns als Brüder und Schwestern dafür gebrauchen. Darum sagt er seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber Arbeiter sind wenig. Bittet den Herrn, dass er Arbeiter aussende. Schon damals durch die Apostel. Aber besonders auch in der Zeit der Offenbarung wird das wieder so sein. Von daher hat dieser Text auch neben dem persönlichen Anwendung auch eine messianische Bedeutung, die wir nicht unterschlagen dürfen. Was meinen Sie, was dann passiert, wenn das hier jetzt so wortwörtlich, wie es hier steht? Was meinen Sie, wie das ist in der großen Trübsal, wenn die Gemeinde weg ist? Ja? Und dann ist dieses Israel, das fängt an, sich zu bekehren und da geht eine Erweckungsluft durch das jüdische Volk. Und dann kommt aber eben auch die große Drangsalszeit Jakobs und viel Angst. Und dann sieht Gott vom Himmel auf, er sieht. Und dann wird er wieder aussenden, Erntearbeiter wird er wieder aussenden. Zum Beispiel die 144.000. Das sind die Erstlinge. Oder die zwei Zeugen, die in Jerusalem auftreten. In Sacktuch übrigens, wie im Alten Testament, ja? Das ist die Anknüpfung. Und da heißt es ja in Offenbarung 7,4, und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144 Versiegelte, also 144.000 Versiegelte aus jedem Stamm der Söhne Israels. Und die werden beten und die werden hingehen. Die werden, wie Malgo hat früher mal gesagt, ja, das ist, das kann ich mir so gut vorstellen, die 144.000 Juden. Ja, aus den 12 Stämmen jeweils. 12.000. Ja, die kommen ja aus der ganzen Welt. Die können alle Sprachen. Das ist ja im Judentum so. Die können ja alle Sprachen und dann werden die aber hingehen. Und dann, was sprichst du, Portugiesisch? Ja, kein Problem. Ja? Mene, komm mal her, erzähl dir mal das Evangelium. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000. Und dann heißt es nachher in Kapitel 7, Vers 9, also nur wenige Verse danach, und ich denke, das ist das Resultat der Wahl und Versiegelung der 144.000. Nach diesem sah ich und siehe, eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen. Und sie standen vor dem Thron. Und vor dem Lamm bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen waren in ihren Händen. Ach Gott, komme bald. Das wird eine Evangelisationsbewegung werden. Nebenbei gesagt glaube ich, dass diese 144.000 versiegelten Juden nur eine Existenzberechtigung haben, wenn Gemeinde nicht mehr da ist. Wie sollte Gott sonst Gemeinde haben und dann noch zusätzlich die 144.000? Kann man sich das vorstellen? Glaube ich nicht. Heute sind wir das Salz und das Licht, ja, und verkündigen das Evangelium. Aber wenn Gemeinde weg ist, dann greift Gott den Faden Israels wieder auf. Und dann wählt er seine Juden wieder, hier, wie im Matthäus-Evangelium. Da geht es weiter, da wird das ist wieder die Anknüpfung daran. Es hat noch Bedeutung für die Zukunft auch. Aber selbstverständlich auch für heute. Jesaja 66 zum Beispiel, Vers 19. Und ich will ein Zeichen an ihnen tun und aus ihrer Mitte Gerettete entsenden zu den Heidenvölkern. Gerettete Juden, ja,
werde ich senden zu den Heidenvölkern. Das sind zum Beispiel die 144.000 und viele andere, die noch dann dazukommen. Nach Tarsis, Pul, Lut, zu den Bogenspannenden, nach Tubal und Javan, nach den fernen Inseln, die noch nichts von mir gehört haben und meine Herrlichkeit nicht gesehen haben. Und sie werden meine Herrlichkeit unter den Heidenvölkern verkündigen. Missverständnis. Wir gehen von Matthäus 24 aus und sagen, das Evangelium wird verkündigt werden bis an das Ende der Welt. Und dann wird das Ende kommen. Da steht, und das Evangelium des Reiches. Und jetzt wird immer gemeint, heute muss jeder das Evangelium gehört haben. Und dann erst kann Jesus kommen. Nein. Jesus kann jeden Moment kommen. Und wenn er gekommen ist und wenn er die Gemeinde in den Himmel geholt hat, dann wird wieder das Evangelium des Reiches verkündigt. Und das wird allen verkündigt und wie in einer Erweckungsluft, wie es vielleicht noch nie gegeben hat. Und dann kommt das Ende, in dem das Jesus in großer Kraft und Herrlichkeit erscheint. Jesus kann heute kommen. Aber abgesehen davon ist eigentlich alle Welt erreicht. Nicht unbedingt in allen Sprachen, aber die Völker sprechen oft auch andere Sprachen und erreichbar sind sie schon. Aber selbstverständlich haben wir diesen Auftrag, das ist ja klar, ich sagte das, jetzt sind wir als Gemeinde hier und jetzt haben wir den Auftrag und sind dafür berufen, diese vornehmliche Aufgabe zu erfüllen, das Evangelium den Menschen zu bringen. Das Evangelium ist die stärkste Waffe, auch heute und erst recht heute, zur Veränderung unserer Gesellschaft. Das kann kein Politiker besser, kein politisches Programm. Und das Evangelium ist die stärkste Waffe, um Familien zu erneuern. Und hier dürfen wir uns auch mal die Frage gefallen lassen. Und glauben Sie mir, ich sage das jetzt gar nicht so als Prediger von hier oben runter, sondern hier schlage ich an meine Brust. Was tue ich, was tun wir, was tragen wir dazu bei, was setzen wir ein, dass wir mit dem Evangelium unsere Mitmenschen erreichen? Was ist uns das wert? Ich meine, ich staune jedes Mal über diese Gruppe, die wir in unserer Gemeinde auch haben, die da immer wieder freitags auf die Straßen zieht und die lassen sich nicht aufhalten, die, ob sie wenig sind oder viele oder ob sie ermutigt werden oder nicht ermutigt werden, die gehen einfach um Jesu Willen hin und die setzen ihre Zeit ein und auch ihr Geld und kaufen wahrscheinlich noch Sachen, um die dann zu verbreiten und so weiter, Bibeln, Neue Testamente und was tue ich, Norbert, was tue ich eigentlich, dass Menschen erreicht werden mit dem Evangelium? Ja, du stehst auf der Kanzel und predigst. Ja und? Ist das alles? Ja, du schreibst doch Bücher, Traktate, gib doch CDs von dir. Ja, aber was tue ich, wenn ich unterwegs bin, wenn ich an der Kasse stehe, am Supermarkt? Wenn ich einen Menschen auf der Bank sehe, wo ich den Eindruck habe, Mensch, der ist irgendwie bekümmert. Was tue ich an der Rezeption irgendwo? Im Flugzeug? Ach, ja, fehlen einem wieder die Worte und was soll man sagen und so. Was gebe ich? Wie setze ich mich ein? Ein Angler saß an einem Teich und war am Angeln. Und da kam da ein Mann vorbeigewandert und dann sah er den Angler da sitzen und stellt sich so ein bisschen schräg hinter ihn und beobachtet ihn eine längere Weile. Und nach einer Zeit sagt der Mann dann zu dem Angler, also wissen Sie was, ich kann mir nichts Langweiligeres vorstellen als Angeln. Und dann dreht sich der Angler rum und sagt, doch, zugucken. Es gibt für den Auftrag, den wir haben als Gemeinde Jesu heute, finde ich, ein wunderschönes, packendes, alttestamentliches Beispiel. Ich denke, das dürfen wir ruhig mal so auf unsere Zeit auch legen. Es war Folgendes, das steht im 2. Königebuch Kapitel 7. Folgendes war passiert, die Aramäer hatten Samaria belagert
und sie hungerten die Stadt aus. Es kam zu schrecklichen Tragödien in der Stadt bis hin zum König. Die Regierung damals wusste keinen Rat mehr. Das Volk war verzweifelt, der Hunger war unerträglich, also die Leute verhungerten. Und draußen vor der Stadt lagerten 4 Aussätzige, irgendwo vor der Stadtmauer. Und mit einem Mal Gott griff ein, aufgrund eines Propheten, und verjagte die Feinde Israels. Und die sind so in Schrecken gejagt worden durch Gott, die haben alles stehen und liegen lassen und sind einfach nur noch weggerannt. Und dann haben die alles zurückgelassen, Lebensmittel, Kleider, Zelte, Silber, Gold, Perlen, Pferde, Esel, alles haben die, sind einfach zu Fuß ab. Und dann gucken die 4 Aussätzige, die gucken da, gucken auch in die Zelte und so, die da standen, und da sehen, boah, Lebensmittel, die Fülle. Und da wollen sie zuerst für sich behalten, verstecken, horten, für sich behalten und wenigstens noch so irgendwie überleben können, obwohl sie aussätzig waren. Aber dann schlug ihr Gewissen und dann heißt es, und ich lese das jetzt nach 2. Könige 7, Vers 9 bis 11, nach einer etwas anderen Übersetzung. Wir handeln nicht richtig, wenn wir die gute Nachricht dieses Tages nicht weitersagen. Wenn wir bis morgen warten, machen wir uns schuldig. Kommt, gehen wir zurück und erzählen es im Palast des Königs. So kehrten sie in die Stadt zurück und erzählten den Wächtern am Tor. Da machten die Wächter die Neuigkeit allen bekannt und meldeten sie auch im Palast des Königs. Wir handeln nicht richtig, wenn wir nur für uns leben und die gute Nachricht nicht weitersagen. Wir machen uns schuldig. Die Botschaft drang dann durch zum ganzen Volk, bis hinauf zum König. Alle waren erleuchtet. Neues Brot brachte neues Leben. Herrlich, nicht wahr? Jesus sagt auch uns als Gemeinde, ich bin bewegt über die Menschen. Ich bin bewegt, hör mal, weißt du das? Ich bin bewegt über deinen Nachbarn. Du auch? Ich sehe die alleinstehende Mutter da mit ihren Kindern. Du siehst sie doch auch manchmal vom Fenster aus oder von deinem Balkon. Oder siehst sie einkaufen, gehen und kommen. Oder deinen Arbeitskollegen. Ich bin über ihn bewegt. Und weißt du, was ich möchte? Ich möchte dich bewegen. Oder da habe ich dieser Tage gelesen, dass die kanadische Bibelgesellschaft und die anglikanische Kirche, die haben für Eskimos, für 30.000 Eskimos da in dieser Region, bei Kanada, eine neue Bibelübersetzung erstellt. Und das war eine große Herausforderung für die Übersetzer. Die haben 34 Jahre daran gearbeitet. 34 Jahre. Da habe ich mir gedacht, Mensch, welche Firma würde das tun? Geh mal zu Roche. Also nicht der da in Russland, ne? Die in Basel. Roche. Würden die für ein Produkt, irgendeine Medizin, 34 Jahre arbeiten, um damit 30.000 Menschen zu helfen? Glaub nicht. Würden sagen, das lohnt sich gar nicht. Das lohnt sich doch nicht. Da verdienen wir ja nichts. Ja? Aber die haben das gemacht. Die sind so von der Liebe des Herrn durchdrungen und von seinem Wort und der Überzeugung der Seligkeit und der Bewegung Gottes, dass sie sich bewegen lassen und 34 Jahre arbeiten, um 30.000 Eskimos das Evangelium bringen zu können. Scheuen kein Geld, kein gar nichts. Ja, machen wir noch einen Punkt und dann hören wir auf. Dass es um das Angebot des messianischen Reiches ging, untermauert die Erwählung der Apostel. Wir haben das gelesen, und als er seine 12 Jünger, Kapitel 10 ist das jetzt, Vers 1 bis 8,
Und als er seine 12 Jünger herzugerufen hatte, gab er ihnen Gewalt über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Die Namen der 12 Apostel aber sind die, es werden sie aufgezählt, Simon, Petrus und so weiter. Das hat unser Bruder Samuel schon gemacht. Und er sendet sie aus und befahl ihnen und sprach: Geht nicht auf einen Weg der Nationen und geht nicht in eine Stadt der Samariter, geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahegekommen. Also sie verkündigen wieder das Evangelium des Reiches. Und wieder, weil es um das messianische Reich geht, wieder heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch weiter. Ja? Also zunächst war alles konzentriert auf Israel. Dahin sollte das messianische Reich kommen. Und das sollte verkündigt werden. Und damit sollte auch Zeichen und Wunder geschehen. Und dann setzte Gott aber nachher, wir kennen ja die Geschichte, die Gemeinde Jesu ein als Leib Christi. Das war sein verborgenes Geheimnis. Wunderbar, dass er das gehabt hat. Und da hören dann für diese Zeit, weil wir kein theokratisches Reich heute auf Erden haben, wir haben das Reich Gottes wo? Hier. Ne? Wir haben es im Herzen, das Reich. Und weil wir kein theokratisches Reich heute haben, geschehen auch in der Weise nicht diese Zeichen und Wunder, wie sie damals geschahen. Aber ich wiederhole mich. Aber vielleicht das eine noch. Haben Sie sich mal gefragt, warum der Apostel Paulus hier noch nicht dabei ist? Der Apostel Paulus. Werden alle 12 aufgezählt hier. Und später wird dann noch der Apostel Paulus hinzugetan. Nicht als 12. Apostel, auch nicht als 13. Apostel. Sondern als Sonderapostel, wofür? Für die Nationen. Für die Gläubigen aus den Nationen und speziell für den Leib Christi. Das war so ein Geheimnis, der Leib Christi. Ich habe es schon öfter gesagt, aber ich werde da nicht müde. Der Leib Christi war so ein verborgenes Geheimnis, dass es, als dieses Geheimnis gelüftet wurde von Gott, speziell dafür auch einen gesonderten Apostel gab, den Gott sich erwählte, von dem vorher auch keiner was wusste. Der musste sich erstmal hingehen und sich da in Jerusalem vorstellen bei Petrus und den anderen. Und die haben dann schnell gemerkt durch den Heiligen Geist, der ist ja auch hier und so, ne? Und da war er akzeptiert, genauso als Apostel wie die anderen auch. Herrlich. Aber hier werden die, das war dann das Geheimnis, das eingeschoben wurde, für uns. Aber ihnen hier, denen wurde damals noch gesagt, geht noch nicht zu den Heiden, nur zu den Israeliten, denn das ist der Plan Gottes. Zuerst muss Israel eine heilige Nation werden, erklärt uns die Bibel. Und dann erst wird es zum Segen für die Nationen. Für die ganze Welt. Die Gemeinde war ein Geheimnis. Wenn wir die jetzt mal ausklammern, Israel muss zuerst eine heilige Nation werden, gerettet und erlöst werden. Und dann wird Israel ein Segen für die Nationen außerhalb Israels. Und das wird dann auch in der Offenbarungszeit geschehen. Das ist eine herrliche Wahrheit. Und vielleicht hier noch als letzter Gedanke, die 12 Apostel, ich meine, wenn man die so liest, es gibt ja auch ein schönes Buch, ich habe das mal gelesen von William MacArthur, glaube ich, ja? Nee, William heißt er nicht, wie heißt er? Hä? John MacArthur, ja. William MacDonald heißt der andere, genau. John MacArthur, ein Buch, 12 ganz verschiedene Männer oder so ähnlich heißt es. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie es sogar im Bücherregal haben, in der Bücherstube. Es ist sehr interessant zu lesen, aber dann stellt man auch fest, also unterschiedlicher konnten die ja nicht sein, oder? Da könnte man menschlich sagen, also Herr, da hast du dir ja einen Haufen zusammengewählt, also.
dieser impulsive Petrus, andauernd tritt er ins Fettnäpfchen, ja? Und der zurückhaltende Andreas, vorsichtig, ist der Bruder von Petrus, ne? Immer zurückhaltend, aber immer da, wenn man ihn braucht, eher so zärtlich, ne? Hier ist ein Junge, der hat ein bisschen Brot und so, ne? Der Philippus, der traut sich gar nicht, stellt alles in Zweifel. Thomas, der Zweifler, ja, mein Bruder. Nein, nehme ich zurück. Und sogar einen Judas Iskariot. Und was mich so bewegt ist, und er wollte sie alle. Er wollte sie alle. Und das möchte ich Ihnen vielleicht noch mitgeben, bevor wir dann irgendwann weitermachen. Gott will dich. Er sieht dich, er kennt dich, aber er will dich auch. Er sagt, hör mal, komm. Heute leben wir in diesem Zeitalter der Gemeinde nach Pfingsten. Du bist berufen. Wir sind keine Apostel mehr, da gab es nur 12, ja? Und noch den Paulus. Das war eine begrenzte Zahl fürs Fundament der Gemeinde. Aber heute sind wir als Leib Christi alle berufen, wir sind alle Glieder an seinem Leib. Und er sagt, du hör mal, junge Frau, junger Mann, ältere Frau, älterer Mann, ich will dich. Willst du dich mir zur Verfügung stellen? Ja, aber ich bin nicht, ich bin eher zurück. Ich will dich. Ja, ich bin so wie Philippus, ich will dich. Ja, und ich mache mal alles so verkehrt, ich trampel da mal rein, wie so ein Elefant in einem Porzellanladen, wie so ein Petrus. Ich will dich. Und ich bin eher so ein Zweifeltyp. Ich will dich. Ich kann euch alle gebrauchen. Durch meinen Geist. Weil ihr Glieder seid an meinem Leib und weil ich in euch wohne. Und weil ich euer Haupt bin, also mein Haupt will meinen Finger genauso wie meine Nase oder meinen Fuß. Und da sagt mein Haupt nicht, ja du kleiner Finger, dich kann ich nicht gebrauchen. Er will uns alle gebrauchen. Aber ja, da sind wir bei der großen Frage, ne, die wir uns immer dann stellen und antworten müssen. Bin ich auch bereit, mich da gebrauchen zu lassen? Gott segne Sie. Amen. Um noch beten. Ja, lieber Vater, es ist köstlich, weil wir an jeder Ecke in der Bibel sehen wir deine Liebe. Kommt uns deine Liebe entgegengeströmt, dein Herzensanliegen, dein Bewegtsein. Wie du selber in Jesus Mensch wirst und ganz klein, weil du uns einfach bei dir haben willst. Das ist so kostbar. Da fehlen uns ja die Worte und selbst im Dank fühlen wir uns so schwach. Aber wir danken dir, Herr, wir danken dir, den lebendigen Gott, für Jesus Christus, die unaussprechliche Gabe und dass du einen Plan hast, lieber Herr, mit dieser Welt. Mit unseren Mitmenschen und dass du uns hierhin gesetzt hast, um unser Umfeld zu erreichen. Jeder hat seinen Platz. Hilf auch mir, Herr. Ich weiß auch um meine Schwachheiten, um meine Begrenzungen und Charakterschwächen und manchmal auch Zweifel und Ängste, Befürchtungen oder dass man sich einfach nicht traut und dergleichen mehr. Aber Herr, bitte, du tust dein Werk doch und du sagst, dass dich deine Gnadengaben und deine Berufungen nicht gereuen können. Ich danke dir dafür in Jesus Christus. Hier sind wir, Herr. Mach was. Amen.